Hallo und herzlich willkommen, meine lieben XCOM Enemy Unknown Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die letzte Mission, die wir gemeinsam erlebt haben, war im Vergleich zu der davor eine extrem kurze, war ein richtiger Durchmarsch. Straight nach vorne, alles platt gemacht und ein paar schöne Waffenfragmente gesammelt. Leider hat's nicht zu einer Beförderung von Kolja gereicht, aber das können wir vielleicht in dieser Mission jetzt ändern. Schauen wir mal ganz kurz auf die Ereignisliste. Satellit bzw. die Satelliten, 3 Stück, sind in einem Tag fertig und der nächste Ratsbericht ist auch schon wieder in 12 Tagen. Ist also gar nicht mal lange hin. Gut, gehen wir mal kurz ins Lagezentrum und besuchen wir mal den Schwarzmarkt. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch einiges drinsteckt, was noch zu Geld gemacht werden kann. Zum Beispiel Alien-Chirurgie haben wir 3-mal und bringt immerhin pro 25. Können wir verkaufen. UFO-Flugcomputer, genauso Alien-Stasis-Tank. Der hat auch keine weitere Bedeutung. Den machen wir auch gleich mal zu Geld. So, inzwischen haben wir 53 Waffenfragmente wieder zusammen. Sieht eigentlich prima aus. Und immerhin 135 Credits. Zack, Handel abschließen. Erledigt. So, in Kürze können wir ja dann noch mal 3 Satelliten starten und damit ist eigentlich dann auch alles erledigt, was zu machen wäre. Der kommt natürlich über Frankreich, über China und Indien und wenn wir dann in Kürze an Dr. Wallen richten, auch wenn ich nicht weiß, ob sie dieser Idee gegenüber offen wäre. Ach ja, Bradford, ist okay. Und wenn wir dann in Kürze, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Danke Bradford, hast du gut gemacht, aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein. So, dann gehen wir mal raus, gehen mal kurz in die Forschung. Denn nun dürften wir nun endlich genau unseren schweren Plasmawerfer erforschen können. Jetzt reichen ja endlich die Waffenfragmente, dauert auch nur 4 Tage. Dann bekommt unser Shilong auch mal eine anständige Wumme. Die Fusionslanze ist auch spannend, die brauchen wir allerdings erst, wenn das Jagdflugzeug erforscht wurde. Denn nur da können wir die anschrauben und das ist dann natürlich die absolute Wahnsinnskombination. Die Atomlenkrakete wäre dann auch noch spannend, aber braucht alles, jedes Ding für sich hier eine Menge Waffenfragmente, die wir nicht haben. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier unseren Plasmawerfer. So, dann gehen wir nochmal in die Technik. Schauen wir nochmal bei den Einrichtungen kurz vorbei. Das Satellitenzentrum ist ja bereits fertig und das reicht dann auch. Mehr brauchen wir davon nicht. Kraftwerk haben wir auch noch was, was wir gerne nochmal machen könnten. Zum Beispiel neben der Gießerei hier oben nochmal eine Werkstatt errichten. Dann kriegen wir immerhin nochmal 6 Ingenieure. Energie haben wir und kosten tut es auch nicht viel. Mach das. Dauert ja auch wieder ein paar Tage, ne? Aber Ingenieure können wir ruhig noch mal ein paar gebrauchen. So, ansonsten baue, kaufe Gegenstände. Gucken wir noch mal ganz kurz. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, was nötig wäre. Ich glaube aber eigentlich sind sie alle soweit glücklich mit dem, was sie haben. Hier können wir auch noch nichts Neues machen. Und hier ist eigentlich auch alles soweit in Ordnung. Gucken wir noch mal im Hangar kurz. Da hatten wir ja noch 2 Schiffe in Afrika gemacht, genau. Und die rufen wir uns jetzt nochmal auf und ändern natürlich das Ganze zu der Laserkanone. Da haben wir sogar gleich 2 mit Laserkanonen. Ja, okay. Waffe ändern. Bestätigen. So, überall sonst haben wir jeweils eine Laserkanone und noch die anderen. Mal gucken, was die kosten nochmal. Dann könnte man die eventuell alle zu Laserkanonen umrüsten. Das wäre eine Alternative. Aber im Moment sehe ich da keinen großen Handlungsbedarf. Außer es ist bezahlbar. Dann gucken wir nochmal ganz kurz. Was kostet eine Laserkanone? Naja, 10. Dann können wir ja auch nochmal 3 herstellen. Komm her. So, okay, und gehen ins Hangar und ändern die auch, bestätigen, zack, Waffe ändern, Laserkanone, bestätigen,
Und du auch noch. So, jetzt haben wir zumindest zwei von den Dingern und alle mit Laserkanonen. Das sollte erstmal reichen. Im Moment sehe ich jetzt keine weiteren Optionen. Dann gehen wir mal in die Einsatzabteilung und scannen. Aha, schon wieder was. Von Nigeria. Die wollen Chrysalidenleichen. Haben wir aber nur fünfe. Und naja, was sie dafür anbieten, ist auch nicht gerade so prickelig. Das weiß ich noch nicht, Jungs. Das werden wir sehen. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Jawohl, machen wir. Wann ist der Ratsbericht fällig? In 11 Tagen. Erstaunlich wenig los im Moment. Ich hätte ja gern noch den schweren Plasmawerfer. Das wäre schön, wenn wir den noch kriegen würden. Commander, der Rat bittet um eine direkte Verbindung auf einem sicheren Kanal. Ah, jetzt gibt's wieder einen Ratsauftrag. Na gut. Ratseinsatz, Bergung. Jüngste Berichte melden, dass ein UN-Botschafter und seine Mitarbeiter in Frankreich in einem Alien-Angriff geraten sind. Würde dieser Diplomat getötet, wäre eine Panik die Folge. Die Effektivität von XCOM würde leiden. Wir brauchen einen Trupp ihrer Soldaten, um das Ziel sicher zur Abholposition zu bringen. Oh, was gibt's denn Feines? 163, das ist toll. Panik verringert und noch einen neuen Rekruten, einen Scharfschützen. Ja, klasse. Das ist doch mal eine Ansage hier. Das machen wir doch. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Ja, wen haben wir denn hier wieder im Angebot? Eigentlich wie immer, ne? Alle unsere Jungs sind wieder dabei. Ich denke auch, im Großen und Ganzen bleibt's dabei. Denn das ist hier unser Major Raschauer. Wieso? Moment. Muss ich gerade mal was gucken. Individualisieren. Spitzname Raschauer. Vorname Kolja. Genau. Das ist unser Kolja. Dann passt das. Du hast alles, was du brauchst, bis auf die Alien-Granate. Will ich die wirklich haben? Bin ich jedes Mal wieder hin und her. Ehrlich gesagt, würde ich dir lieber statt der Alien-Granate ein Scope geben. Das fände ich persönlich irgendwie besser. Besser zielen. Ne? 10 dazu. Das finde ich irgendwie, selbst wenn du im Nahkampf natürlich unterwegs bist, häufig. Aber mit der Pistole schießt du ja auch. Und das zählt ja mit. Ne? Ja, so bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ein Medikit können wir gerne mitnehmen. Der Rest ist mit Scopes gut bestückt. Alle haben sie die richtigen Waffen. Wenn man los, ne? Ich weiß übrigens, habe ich auch in den Kommentaren schon gelesen, dass man Ratsmissionen gerne dazu verwenden sollte, mit Rekruten eventuell sogar loszuziehen oder wenigstens mal ein oder zwei ganz Frischlinge dabei zu nehmen, um sie hochzuleveln. Das stimmt, das habe ich auch, glaube ich, am Anfang mal so erzählt, dass die Ratsmissionen sich dafür besonders gut eignen. Auf der anderen Seite, meine Spielweise ist ja so angelegt, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich versuche, so von allen verschiedenen Soldatentypen 2 jedenfalls zu haben, die auch beide dann gut ausgebildet sind, sodass ich immer eine gute Kombination habe. Denn ich gehe eigentlich mal selbstredend davon aus, dass meine Leute überleben. Und ich gar nicht darauf angewiesen bin, darüber hinaus noch neues Rekrutenmaterial zu brauchen. Das ist vielleicht ein bisschen arrogant, gebe ich zu. Aber bisher jedenfalls kann ich ja mal bestätigen, dass meine Spielweise noch zu keinem Verlust der angemeldeten Soldaten meines A-Teams, wenn er so wollt, nach sich gezogen hat. So. Kann sich natürlich alles ändern. Ich dringend einen Einsatz an. Operation Schwarzer Regen, das hört sich gar nicht gut an. Oh, das sieht irgendwie aus wie eine Brücke hier. Einsatzbesprechung. Informationen weisen auf einen wertvollen Zivilisten hin, der sich irgendwo aufhält. Aha. Seine genaue Position und die Stärke des Gegners sind allerdings unbekannt. Finden Sie die VIP. Beschützen Sie die VIP um jeden Preis. Tipp. Nahkampfangriffe treffen immer.
Also Vorsicht bei Gegnern, die diese Art zu kämpfen bevorzugen. Ja. Berserker zum Beispiel. Das ist eine interessante Alienform. Sobald die einmal angeschossen werden, kommen die auf den jeweiligen Schießer, also der gefeuert hat, ein Stückchen drauf zugelaufen. Das kann man wunderbar übrigens dann nutzen, habt ihr ja schon gesehen. Wenn er den Sturmsoldaten zum Nahkampfspezialisten ausgebildet hat. Ja, Shilong, tut mir leid, dass du immer noch deine Laserding hast. Der Peter Van Dorn und seine Begleiter wurden von einer Detonation erfasst, die eine nahegelegene Brücke zerstört hat. Zudem empfangen wir Signale von Feinden, die sich in der Gegend sammeln. Stellen Sie fest, ob Van Dorn noch lebt und bringen Sie ihn heil zurück, ehe das Gebiet überrannt wird. Ziele wurden aktualisiert. Hey, hier sind befreundete Einheiten. Aha. Ist er das schon hier, oder was? Das wäre ja einfach, ne? Das glaube ich aber nicht. Das ist irgendwie wahrscheinlich nur so ein zusätzlicher Informant oder sowas. So, hier vorne haben wir unsere Scharfschützen. Die lassen wir mal erstmal in Ruhe. Das dürfte Archangel sein, ne? Jo, genau. Ja, kartenmäßig, ich glaube, ist klar, ne? Da ist irgendwie Straße, die Breite der Karte. Das war's. Und dann heißt es wohl, wenn ich das richtig verstehe, hier nach hier marschieren. Wo auch immer hin. Das wird sich aussieht oder so. Gut, Archangel, komm her. Was machen wir mit dir? Wir könnten ja mal mutig sein. Wir könnten ja mal richtig mutig sein und dich mal bis hierhin stürmen lassen. Was willst du denn davon? Gar nichts, ist mir klar. Hast auch recht. Würde ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt machen. Also gehst du mal hier hin. So, gut. Rush Hour. Kolja, ja gut, Kolja, wo kannst du hin? Eigentlich hier auch ans Auto. Gut. Shilong, kann ein bisschen weiter, mitten in die Landschaft. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ihr zwei könntet ja auf jeden Fall in Feuermodus gehen, in Feldposten. Und weißt du was, Shilong? Du übernimmst das jetzt hier. Du gehst jetzt mal hier nach vorne. Sie sind das Team, das Van Dorn raushauen soll, oder? Er ist vorausgelaufen und sucht einen unserer Männer, der von der Explosion erfasst wurde, als diese Freaks die Brücke hochgejagt haben. Ah, hier. Wir sind nicht in der Lage, diese Dinger auszuschalten. Wenn Sie Van Dorn holen, machen wir uns auf den Weg zu Ihrem Flugzeug. Alles klar. Van Dorn ist also da hinten. Das sieht aber auch so aus, als wenn das hier noch irgendwie runtergeht. Ne? Hier ist irgendwie so ein Ding. Ja, okay, muss man aufpassen. Alles klar. So, Shilong, du hast das schon mal sehr, sehr gut gemacht. Nun ist Sunny 2 dran. Der Mann mit dem Pulsbogen. Naja, wenn du schon da stehst, dann bin ich mal so richtig frech und schieb dich mal bis hier oben hin. Weil von hier kann ja nichts kommen. So, jetzt haben wir noch unsere beiden Sniper. Nachdem wir jetzt alle bewegt haben... Tja... Und hier hinten eigentlich auch nichts mehr los ist. Ja, was machen wir da? Spurten wir bis hier vorne hin. Das ist eigentlich gar nicht so doof, finde ich. Hier hast du eine volle Deckung. Brauchst du zwar nicht unbedingt, aber nimm die mal. Komm. McFly. Klasse. Und das ist unser anderer Sniper. Wo könnte der noch hinlaufen? Hier vorne ist jetzt sozusagen die Linie. Wenn ich jetzt noch weiter hier rüber gehe... Aber wenn ich dich hier drüben hinziehe, dahin, da bist du erstmal mit Sicherheit außer Sichtweite, bist aber schon mal hier vorne. Auf der anderen Seite will ich dich hier vorne. Die nächste Frage, wärst du hier vielleicht nicht besser aufgehoben, hier rüber zu schießen? Ja, wenn man es wüsste, ne? Oder hier vielleicht sogar noch besser. Auf der anderen Seite. Ja, das machen wir. Da spurtest du hin. Das ist eine gute Ecke, finde ich. Dann steht ihr beide da ganz prima. So, Archangel. Tja, mit irgendwelchen Leuten sollte man ja wenigstens nochmal in den Feldpostenmodus gehen. Fände ich jetzt mal nicht verkehrt. Und da ihr die einzigen zwei seid, behaltet auch die dicken Waffen. Aber du kriegst natürlich die Pistole...
Ich kümmere mich drum. So, und los geht's. Keine Aliens da, das finde ich supi. Dann könntest du, mein lieber Sniper, da wo du stehst, mal gut stehen bleiben. Oder solltest du noch weiter vorziehen? Das ist jetzt die große Frage. Oh. Na, warten wir mal ab. Jetzt, vielleicht sollten wir das Ganze von hinten aufrollen. Archangel könnte jetzt mal ein Stückchen nach vorne laufen und einfach mal gucken hier vorne. Ich weiß, das ist gefährlich, weil nur halbe Deckung. Du könntest natürlich dahin gehen. Aber Archangel kommt, naja gut, warum nicht? Die Idee ist jetzt, aber du hast natürlich jetzt nicht den großen Schutz. Das ist die andere Seite. Archangel hat natürlich einen ordentlichen Panzer an. Also normal hätte ich das so gemacht, ich hätte Archangel dann entweder hier oder hier hingestellt und einen der beiden Sniper im Normalmodus hierhin hätte ja wieder zurücklaufen können. Aber ich hätte die gern hier stehen gelassen. Und da sie ja jetzt dann gleich theoretisch mit den Gewehren schießen können, nehme ich jetzt mal Archangel. Paul, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Oh ja, ich hab's gewusst. Die hauen aber jetzt erstmal ab. Ja, hätte ich meine beiden Sniper vorher in den Feldposten gesetzt, dann hätte es jetzt schon gerabbelt. Das war jetzt wieder ein taktischer Fehlzug. Das wollte ich eigentlich auch machen. Eigentlich hätte ich euch beide nämlich jetzt vorher in den Feldposten gesetzt und dann erst mit Archangel dahin. So war das jetzt nicht geplant. Aber vielleicht hast du ja Glück. Nein, du hast kein Glück. Archangel sieht zwar einen, der ist da hinten versteckt, aber den sehen die Sniper nicht. Beide nicht. Das ist wirklich bedauerlich. Okay, Shilong, du musst auf jeden Fall auch noch mal ein Stückchen hier rüber. Könntest natürlich hier die Ecke nehmen und ihn dann vielleicht, man weiß es nicht. So ist Archangel auf jeden Fall mal dran. Ich könnte dich auch hier rüberziehen. Dann stehst du aber auch nicht gut in Deckung. Alles blöd. Also die einzig sinnvolle Variante, damit du überhaupt mal was tun könntest, wäre entweder hierhin, dann sehen sie dich vielleicht nicht. Du könntest aber eventuell mit einer Rakete arbeiten. Das machen wir mal. Stell dich mal dahin. Genau, und da gehst du in Feldposten. Unser Sunny 2. Den würde ich unter diesen Umständen... wo könnte ich dich hinstellen? Hierhin. Oder hierhin. Da hättest du zumindest nach vorne hin eine volle Deckung. Ja, mach das, komm. Ja, habe ich mir gedacht, dass du ihn natürlich siehst. Immerhin mit 70%. Das ist eigentlich schon mal eine Ansage, ne? Ich nehme mal an, wenn ich dich nicht kille, wirst du auf Archangel feuern. Komm, dann versuch einfach mal dein Glück. Vielleicht schaffst du es ja. Mit Scope-Unterstützung. Zack, bumm. Jawoll. So habe ich mir das vorgestellt. Und Kolja. Kolja muss mal ein bisschen flitzen. Kolja muss unbedingt mal eine Runde flitzen jetzt. Wohin aber? Ah, dieser blöde Kran, der nervt. Ja, Kolja könnte mit bis hier vorne hingehen. Klar. Das machen wir auch. Stell dich mal hier vorne mit hin. Komm. So. Jetzt geht ihr mit eurem Gewehr in Feldposten. Genau. Und nun kommt mal hoch, Jungs. Zack. Wie? Das gibt's doch gar nicht. Der eine ist hochgekommen, ist nicht gesehen worden von den Snipern. Warum nicht? Weil... Warum nicht? Weil hier ein Absatz ist und er nicht nach da unten gucken kann scheinbar. Obwohl ich das nicht ganz nachvollziehen kann, muss ich gestehen. Wenn ich mir das hier so angucke, sollte das eigentlich eine Sichtlinie sein. Genauso wie von ihm hier. Irgendwie.
Na gut, Archangel, hast mit Vieren leider jetzt eine verpasst kriegt. Was machen wir mit dir? Soll ich dich heilen? Aber eigentlich ist das zu schade. Denn deine Heilung ist viel, viel höher. Vielleicht kannst du dich ja rächen. Mit 8 Schaden. Aber das wäre auch wieder viel zu viel, ne? Die erst mit der Pistole. Sparsam wie ich bin. Ist sie nicht im Sichtfeld, oder? Doch, natürlich. Ist im Grunde genommen egal, weil 3 ist 3. Komm, mach das. Siehst du, wenn du schon mit der Pistole schießt, du dünner Mann, du, dann musst du dir auch eine anständige Pistole suchen und eine vernünftige Panzerung mal anziehen und nicht so ein Smoking. Das hilft nichts. Aber wem sage ich das? Er kann es leider nicht mehr verarbeiten, die Info. Zu spät. Gut, Archangel, damit hat sich das Thema, was machen wir mit dir, erledigt. Jetzt überlegen wir mal, was machen wir denn sonst noch? So, jetzt bitte nicht nochmal den Fehler machen. In dem Falle, bitteschön. Wir nehmen jetzt beide Sniper in Feldposten. Auch wenn das jetzt übertrieben ist, aber was soll's. Theoretisch schießen sie natürlich auf dasselbe Ziel, wenn es auftaucht, aber dann ist es hoffentlich auch tot. Und das ist viel wichtiger als alles andere. Ne? So, das waren jetzt die zwei. Hier hinten haben wir keine mehr. Wer steht jetzt hier noch irgendwo rum? Hier steht alle mehr oder weniger auf gleicher Höhe. Das heißt, Shilong ist der, der am weitesten hinten steht. Und hier ist noch eine Deckung. Ansonsten haben wir hier freie Landschaft. Dann passt das. Dann gehst du mal genau an diese Ecke hier und beziehst da auch Feldposten. Unser Sunny 2, der könnte ein Stückchen laufen, aber nicht so weit. Wohin mit dir? Hierhin hast du eine halbe Deckung, kannst theoretisch noch abhauen. Machen wir das, komm. Dünne Männer, die verschwinden hinter einem Auto. Und du kannst sogar einen sehen. Bin ja verrückt. 90, wow, 90. Das ist ein Ding. Eigentlich zu gut, um es nicht zu tun, ne? Wie sieht's mit der Pistole aus? Ändert sich da was? Nö. Mach das. Daneben. Naja gut, du hockst da unten in halber Deckung. Hast einen dicken Panzer an. Also im Grunde habe ich da mal volles Vertrauen. Raschauer hat... Keine Alien-Granate, habe ich ihm weggenommen. Jetzt wäre sie vielleicht gut, ne? Aber ich kann auch Sturm und Schuss nicht machen und die Alien-Granate schmeißen. Ich glaube, das geht nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ist auch egal. Wir kriegen das auch so hin. Mit Sturm und Schuss könnte ich gehen, aber ich weiß ja, hier sind zwei. Das ist das Problem. Da sind zwei. Ich kann dich mit Sturm und Schuss hierhin befördern und dann in Deckung gehen mit dir. Hier ist jede Menge Gift, das finde ich nicht schön. Hier wäre mit einem normalen Spurt, aber das möchte ich eigentlich auch nicht. Ah, was mache ich nur? Wen haben wir noch? Du bist der Einzige, den ich noch zur Verfügung habe überhaupt. Da kann ich nicht hinlaufen, hier hätte ich halbe Deckung. Hier hätte ich auch halbe Deckung. Allerdings wäre hier eine bessere Position oder sogar hier drüben, denn wir müssen ja hier runter. Wir machen mal Folgendes, wir nehmen mal Sturm und Schuss und dann bewegen wir uns hier an diese Ecke. Da kann ich allerdings nur in Feldposten gehen. In Deckung kann ich nicht gehen. Okay, jetzt ist die Entfernung okay, falls ihr da hochkommt. Dann nehme ich jetzt natürlich die Legierungskanone und dann gehst du da in Feldposten. So. Aliens, it's your turn, please.
Ja, ist klar. Ja, aua. Ich nehm's zur Kenntnis. Und du jetzt? Alles daneben. Ist ja wieder ein Ding. Du aber, ne? Zeig mal, was du kannst. Boah. Herrlich. Herrlich. Kommen Sie hier runter. Sie sollen auch was von dem Spaß haben. Von dem Spaß haben? Das war jetzt, der war gut. Der war sehr gut. Gift macht uns ja dank der Titanrüstung auch nichts mehr. Okay, das ist der andere Sunny, der kann sich auch zur Not selber heilen. Das passt, aber nur ja, die drei. Die drei kriegen wir noch hin, ne? So, was hätten wir denn jetzt gerne? Mit ihm können wir da, mit dem Scharfschützen können wir nichts werden. Er sieht immer noch den einen. Tja, ich könnte jetzt noch ein Stückchen nach vorne gehen. Zum Beispiel dahin. Wäre dann aber mehr oder weniger schon fast flankiert, ne? Ich könnte auch noch ein Stückchen nach vorne gehen, denn hier habe ich auch genauso wie da die halbe Deckung. Da ändert sich eigentlich nichts. Oder hier drüben hin. Die Alternative. Im Grunde genommen egal. Ehrlich gesagt fände ich die Ecke besser. So, genau. Dann sehen wir nämlich schon mal beide. Und wir haben 90. Und wir haben 90. Das ist eigentlich Jacke wie Hose. 90 bleibt 90. Was erzählst denn du mir hiermit? Da gibt es noch einen kritischen mit 10 obendrauf. Dann nehmen wir doch mal den da drüben in der Ecke. Und gib ihm. So, zack. Und jetzt hoffe ich, dass das Auto brennt. Das war meine Hoffnung. Genau, es tut es auch. Und das bedeutet, du, mein Freund, wenn du nicht abhaust an der Stelle da, gehst du auf jeden Fall drauf, wenn das Auto in der nächsten Runde explodiert. Und warum soll ich mir denn die Hände schmutzig machen, wenn wir das viel einfacher lösen können? Wir müssen jetzt nur jemanden in Feldpostenmodus bringen, der dich dann killt, wenn du soweit bist. Und wen ich da gut fände, wäre hier unser Freund Kolja. Gut, er müsste natürlich sich hier hinstellen oder dahin, je nachdem, wo er ihn halt auch sieht, ne? Und da ist er hier eigentlich, auch wenn er da nicht geschützt ist, denke ich mir von der Sichtlinie, wenn der losläuft und nach hier rüber rennt, müsste er genau drinne sein im Feuer. Deswegen gehst du jetzt mal dahin und guckst einfach mal da runter und siehst jetzt schon mit 79% ihn. Ich könnte dich natürlich einfach so killen, das wäre klarer Mann. Halt die Frage, ne? Machen wir das? Dann stehst du aber da völlig alleine rum. Aber ich hätte das gerne mal ausprobiert. Ich möchte gerne, dass du den Feldposten machst und den einfach mal lockst. So, McFly, also ich weiß ja auch nicht, ihr seht hier nicht allzu viel hier oben, muss ich gestehen. Warum eigentlich nicht? Ich kann euch aber auch nicht viel näher hier ranbringen. Die einzige Option, die ich sehen würde, wäre, wenn ich euch beide hier an das Auto stelle. Das wäre die Option, die noch möglich wäre. Das machen wir auch. Wir stellen dich mal hier hin. Und dich stellen wir hier an die Ecke. So. Da könnt ihr natürlich jetzt nur noch mit der Plasmapistole in den Feldposten gehen, aber das macht nichts. Augenblick, du auch. So. Ich habe alles im Blick. Und Archangel. Ja, Archangel. Das Problem ist wieder, sie kann eigentlich nicht sehr weit laufen, müsste aber mal ein Stück laufen. Weißt du was? Dich ziehe ich mal hier runter. Komm, geh mal da hinten hin, damit hier auf der rechten Seite auch noch einer ist. Und Shilong ist ja auch noch da.
Shillong ist auch noch da. Was machen wir mit Shillong? Shillong hat doch inzwischen auch den großen Panzer an, ne? Genau. Dann könnte Shillong auf jeden Fall mit zu dir hier runtergehen. So. Berichtig. Peng. Und? Machst du unten auch Peng? Das gibt's nicht. Wieso fliegt das Auto nicht in die Luft? Kommen Sie jetzt hier runter oder nicht? Hier, mach mal nicht so einen Affen da unten. Ich komme, wenn ich der Meinung bin, dass die Luft rein ist. Solange bleibst du da, hältst die Klappe, ziehst den Kopf ein. Ist ja noch schöner hier. Labert mir einen an die Kante. Das gibt's ja nicht. Ja, das war natürlich jetzt der Hammer. Also Kolja, tut mir wirklich leid. Echt, ernsthaft. Das war so nicht geplant. Das hättest du wahrscheinlich anders... besser gelöst, wenn du gleich geschossen hättest. Dass hier dieses doofe Auto nicht in die Luft fliegt, das verstehe ich nicht. Aber okay, dann machen wir es jetzt anders. Dann gehst du jetzt hier vorne hin, nimmst ihn direkt so mit der Brust, Schnellfeuer, wenn es nötig wäre. Aber warum eigentlich mit der Legierungskanone? Nö. Da genügt eigentlich die Plasmapistole. Die macht das schon. Komm, jetzt gib ihm eine. So, siehst du? Genau so. Nicht zerfassen, echt. Sowas. Gut, du hast jetzt einen Viererpack verloren. Ich glaube, hier sitzt aber eh ein Sunny. Naja. Und Archangel ist hier drüben. So, was machen wir jetzt mit dir hier? Du sitzt jetzt hier so auf halber Distanz. Wie wär's, wenn du mal hier rüber gehst? Feinde gesichtet! Ah, Feinde gesichtet! Es wimmelt ja hier nur so von dünnen Männern. Tja, das war's aber auch schon wieder, ne? Und schon sind sie wieder verschwunden. Zack, aus. Jo, im Großen und Ganzen müssen wir uns jetzt erstmal hier unten um unseren Eins kümmern. Shillong, das ist eigentlich dein Turn. Du rennst jetzt mal hier runter, spurtest mal bis hier hin und dann nimmst du mal den Onkel da an die Hand. Aber das Ziel im Visier. Ich lebe noch, im Gegensatz zu vielen von meinen Jungs. Verschwinden wir von hier, bevor noch mehr von diesen Dingern auftauchen. Wir sollten die VIP schleunigst zurück zum Sky Ranger bringen. Neues Ziel erhalten. Jawohl, Bradford ist angekommen. Ja, hier hinten tummeln sich hier irgendwie dünne Männer, da drüben dünne Männer. Und die sind wieder alle außer der Reichweite. Und nun können wir den anklicken. Ich weiß nicht, zu welcher Truppe sie gehören. Solch eine Ausrüstung habe ich bisher noch nie gesehen. Das glaube ich dir gerne, mein Freund. Aber es sollte auch nicht dein Problem sein. Du musst jetzt erstmal gucken, dass du... Ja, aber ich kann dich jetzt nicht hier in der Gegend rumlaufen lassen. Das funktioniert auf gar keinen Fall. Ne? Solange da hinten noch dünne Männer rumstehen, können wir dich hier nicht laufen lassen. Du kommst einfach nicht weit genug und stehst dann hier einfach so frei in der Gegend rum. Das geht nicht. Deswegen musst du mal da unten bleiben und den Kopf runter machen. So, das ist schon mal die erste Aktion. Ihr wartet immer noch auf Einsatz, ne? Ist klar. Ihr solltet jetzt mal euer Scharfschützengewehr nehmen. Feldposten. Du genauso. Feldposten. Denn eigentlich solltet ihr hier drüben was sehen, sobald wir irgendwas aufdecken können, ne? So. Wie sieht's aus? Die Frage ist, Pistole? Du hast ja eh geschossen. Mit dir kann ich ja gar nichts mehr machen. Was ist das für ein Quatsch? Archangel. Da müsstest du hinspurten. Das ist doch wieder furchtbar, ne? Was ist mit dir? Mit dir kann ich auch nichts mehr machen, außer Feldposten, ne? Aber ganz ehrlich, da reicht normalerweise die Plasmapistole aus. Und Archangel, das ist doch wirklich doof, dass ich nur hierhin spurten kann. Sonst muss ich dich vollkommen frei in die Landschaft stellen. Das kann alles nicht wahr sein, ne?
Egal, wo ich dich hinstelle. Spurten. Okay, einzige Option. Hier habe ich nach vorne aber keinerlei Deckung. Das ist doch wirklich komisch, ne? Echt komisch. Hier könntest du hin. Da wärst du noch zumindest in halber Deckung. Und da nimmst du allerdings von der Entfernung jetzt mal die etwas dickere Wumme und gehst da auch in Feldposten. So Jungs, nun zeigt euch. Erster. Ah. Da ballert einer. Daneben. Bom. Na, der war doch cool, ne? Doppelt, die doppelte Portion von zwei Leuten. Herrlich. Da kommt der nächste. Der hat auch noch was zu sagen. Komm. Bumm. Jawoll. Und, wo ist der vierte? Oder habe ich mich verzählt? Okay, keine Ahnung. Hat noch nichts erzählt. War auf jeden Fall mal eine gute Angelegenheit. Fand ich jetzt voll in Ordnung. Konnte man so lassen, ne? Wenn wir jetzt wieder dran sind, dann stelle ich Archangel natürlich hier vorne hin. Ist ganz klar, so. Da genügt deine Pistole. Da gehst du in Feldposten. Wenn wir hier lebend rauskommen, hoffe ich nur, dass ich es diesen Bastarden noch einmal heimzahlen kann. Ja, du musst ein Stück laufen. Oh, du kannst ja theoretisch sogar bis hier hochlaufen. Ja, wenn das so aussieht, dann könnte ich dich ja zumindest mal ja, bis hier hinspurten lassen. Dann stehst du wenigstens nach da vorne in Deckung. Mach das mal, komm, renn da mal hoch. Oh, nein! Nein! Bitte daneben! Oh Gott, das war ja wieder... Boah, nein! Oh, Alter, tut mir sau leid, du. Echt hier. An den habe ich nicht mehr gedacht, an diesen Freddy da oben. Ist ein Ding, ey. Ist echt ein Ding. Na, hier hast du halbe Deckung. Das ist doch toll. Da geh mal dahin, Chilong. Und du deckst den nicht auf, den Kasper. Das gibt's doch gar nicht. Okay, dann gehst du in Feldposten. Alter, Mann, das tut mir sehr leid, tut mir echt leid. Dich würde ich da ungern wegziehen. Mit dir kann ich aber das nicht machen, also ich muss den muss ich wegziehen hier. Und muss dich hier hinbringen. Komm her. Und da musst du unbedingt unseren VIP heilen. Nicht bewegen, das wird wieder. Ja. Alles klar. Boah, der war gemein, ne? So, dann gehst du dafür hier drüben jetzt hin. Und da gehst du auf Feldposten. McFly, natürlich, du bleibst im Feldpostenmodus. Und du genauso. Wachsam bleiben, Strike One. Feindliche Kräfte nähern sich ihrer Position. Ja, das sehe ich. Verdammt! Es ist tot! Oh, boom! Und wieder doppelt gemobbelt. Ich find's so cool hier, ne? Super. Ach, noch einer. Der fällt einfach so vom Himmel, der Kasper. Hast du das gesehen? Einfach so. Aber ich sehe, dass meine Sniper... Moment mal, da ist ja noch einer. Den habe ich überhaupt nicht registriert hier, den Kerli. Mhm. Also da hinten ist einer runtergefallen und hier vorne. Okay, dann kümmern wir uns erstmal hier um den hier vorne. Kolja! Du siehst ihn mit 100% mit der Pistole. Ja, dann ist doch gar keine Frage. Da bleiben die 100% bei Schnellfeuer sogar.
Und das mit der Plasmapistole. Mach das. Bum, bum, bum. Zack, zack, zack. Kritisch. Ich wünschte, ich hätte mehr für meine Leute tun können. Ich habe gute Männer verloren. Tja, das passiert manchmal. Und gehäuft dann, wenn man einen schlechten Commander hat. Gut, ich gebe ja zu, bei mir müssen meine Jungs auch mal was aushalten. Ne? So ein paar Federn müssen sie schon mal lassen. Aber dafür haben sie eine schöne, dicke Titanrüstung an, die sie trotzdem vor größeren Verletzungen schützt. So. Archangel. Könnte mal was tun von hier oben. Aber warum eigentlich? Warum soll ich mir das Leben eigentlich so schwer machen, wenn ich hier einen Sniper mehr oder weniger direkt gegenüberstehen habe, der eine hundertprozentige Trefferchance hat? Und ich ganz einfach mit der Pistole aus der Hüfte... Boom. Tschüss. Supi. Ja, ich gebe dir jetzt trotzdem erstmal nur die Pistole und da gehst du in Feldposten und überwachst das Ganze mal hier. Archangel kann da auch einfach erstmal bleiben mit der Plasmapistole. Shilong könnte jetzt mal wieder ein Stückchen nach Hause kommen. Er könnte ein ganzes Stückchen laufen sogar. Theoretisch könnte er sogar bis hier hochlaufen. Komm, spurte mal dahin. Noch so einer hier. Er spurtet aber. Und da er spurtet, wird er trotzdem getroffen. Heute kriegt jeder irgendwas ab. Okay. Und dummerweise sehe ich dich jetzt wieder nicht, ne? Du Kasper hier. Ah, ist das blöd. Nichts zu wollen. Du stehst jetzt hier, naja, ziemlich blöd. Sunny. Was könnte ich mit dir machen? Tja, ich könnte dich hier wieder vorne hinziehen. Das könnte ich machen. Mama, komm her. Und damit es richtig rumpelt, nimmst du den Feldposten. Ich habe alles im Blick. So, Van Dorn. Dich müssen wir weiterlaufen lassen. Spurten. Boah, du kannst echt weit laufen. Weißt du was, da spurtest du hier hinter das Auto. Da bist du gut aufgehoben. Uns wird verstärkte X-Ray-Aktivität in diesem Gebiet gemeldet. Feindverbände nähern sich wahrscheinlich ihrer Position. Na, irgendeiner wird doch mal treffen von euch. Genau. Aha, noch einer. Jetzt hier oben. Und hier noch einer. Und natürlich gehen die sofort immer in Feldposten, die Jungs, ne? Klare Sache. Oh, jetzt habe ich ihn so weit hier vorgezogen. DG, dumm gelaufen. Und in Feldposten auch noch. Und hier oben habe ich keine Leute. Doch, klar habe ich hier Leute. Aber nur meine beiden Scharfschützen. Was heißt denn hier nur? Eigentlich reicht das, ne? 95, er... Und er sieht beide. Er sieht ihn und ihn. Aha. Mit 95. Wie sieht's denn mit der Wumme aus hier? Auf eine Distanz kann man doch gewöhnlich normal mit dem Gewehr besser schießen, oder? Wir machen hier keine Fackeln. 95, 75. Präzisionsschuss. Auf geht's. Batsch. So. Doppelte Portion. Na, dann darfst du auf den auch nochmal schießen. Ist doch gar keine Frage, ne? Hau weg. Batsch. Aruis. Wenn ich nur wüsste, was ich jetzt wieder nicht weiß, ne? Ob das jetzt das Ende war. Tja, das die Frage ist, was mache ich mit dir? Wären sie nicht aufgetaucht, hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Wir müssen ihn da hinbringen, das steht fest. Wir können ihn jetzt mal hier bis hier hinlaufen lassen. Bis dahin, Marsch. Und da ziehst du die Birne ein und wartest einfach mal ab.
Ihr könnt zwar jetzt nicht mehr in Feldposten gehen, ich gehe aber jetzt mal nicht davon aus, dass hier ausgerechnet noch welche runterfallen. Und dann haben wir euch natürlich alle noch hier, ne? Ist klar. Und euch ziehen wir jetzt mal langsam, aber sicher zurück. Du gehst mal hier hin. Kannst ruhig die große Wumme nehmen. Da gehst du in den Feldposten. Shilong. Ja, Shilong muss ein Stück spurten bis da hoch an die Ecke. Für den Fall der Fälle, dass wir vielleicht nochmal eine Rakete bräuchten. Das ist der Sunny. Ja, Sunny. Wo kann ich dich hinstellen, ohne dass dir wieder gleich... Ah. Tja. Geh mal hier hin. Da gehst du auch in Feldposten. Und er hier. Kann er wieder Sturm und Schuss? Er könnte Sturm und Schuss. Dann nimmst du ihn. Komm. Sturm und Schuss bitte. Und mit Sturm und Schuss. Ja. Eher hier drüben hin. Komm, du musst auf jeden Fall hier vorne den Brückenkopf bilden. Und dann nimmst du jetzt die Legierungskanone und gehst dann da auf Feldposten. Ach, der Sniper kann ja noch auf Feldposten. Ja, herrlich. Nimm die große. Dann könnte ich dich ja eigentlich... Quatsch. Wenn ich dich hier rüberziehe... Könnte ich bis hier hinziehen, da bist du noch nicht im Gift. Denn du hast ja keine Titanrüstung. Mach das mal, komm, geh mal dahin. Und da kannst du dann die Pistole nehmen, das ist auch okay. Und dann gehst du hier jetzt in Feldposten. Hervorragend, bis auf der Höhe. Aha, keiner mehr da, gut. Wie weit kannst du laufen? Kannst du schon sprinten? Dann spurte mal dahin, auf geht's. Sie haben etwas gut bei mir. Ernsthaft. Ohne Ihre Hilfe wäre ich nicht hier. Die VIP ist in Sicherheit. Kommen Sie schleunigst zurück zur Basis. Machen wir. Achso, ich muss jetzt die Leute nicht mehr extra alle hier hinbringen. Prima. Na immerhin auch schon wieder 13 Aliens. Ausgezeichnet. Keine Verluste. Ein paar Kratzer, okay. Aber die müssen schon sein. Sonst verweichlicht ihr ja alle so. Kann nicht sein, ne? Gemacht, Commander. Es ist immer gut für die Moral, wenn alle wieder zurückkommen. Na, wem sagst du das? Genau, und endlich, ne, Kolja, hast du deine letzte Beförderung bekommen zum Colonel. Alle anderen sind nicht verwundet. Sehr schön. Was kriegst du denn jetzt? Killerinstinkt? Die Fähigkeit Sturm und Schuss sorgt für den Rest der Runde auch für 50% mehr kritischen Schaden? Oder Immunität gegen kritische Treffer? Naja, du sollst ja überleben, ne? Ist doch klar. Alles Perchetti, super. Haben wir's wieder. 13 dünne Mannleichen und 26 Waffenfragmente. Das hat sich gelohnt. Und natürlich 163 Tacken, Panik verringert und einen neuen Rekruten haben wir auch geschenkt kriegt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Jawohl. Ja, war eine schöne Mission, hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn es ein paar Kratzer gegeben habt. Aber das ist so eingeplant, deswegen gibt's ja die Titanrüstung und solange nicht mehr als 10 TPs draufgehen, gilt das nicht als Verletzung. Insoweit denke ich mir, war das schon ganz in Ordnung. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schenkt mir ein Abo und dann geht's auch weiter auf diesem Kanal. In diesem Sinne, bleibt fit, bis bald wieder, tschüss!